erste Video über Barrierefreiheit in Talfang so gut angekommen ist, würde ich gerne nochmal so ein Video machen und dann mehrere Orte vorstellen, die barrierefrei sind oder auch die nicht barrierefrei sind. Hier sind wir jetzt in das Hunsrückhaus von Erbschkopf. Das liegt ganz in der Nähe bei Morba, wenn euch das was sagen tut, oder Hermskal. Und dann könnt ihr hier mal die Rampe hier betrachten. Man sieht ja da vorne bei die Rampe ist ja nicht barrierefrei. Also da war vorher, sag ich mal, so eine Treppe, bis da eine Rampe hingebaut wurde ist. Und für Rollstuhlfahrer ist dies, sag ich mal, absolut barrierefrei, also Daumen hoch dafür. Ich finde es einfach klasse, dass über Rollstuhlfahrer auch in das Haus hier rein können. Wie es innen drin aussieht, kann ich euch leider nicht filmen, weil es hat jetzt leider schon geschlossen. Aber na gut, dann gehen wir jetzt weiter zu diese Bänke hier. Hier sind auch tolle Sitzplätze für Rollstuhlfahrer oder für normale Leute, die nicht so gut laufen können. Also die Sommer, sag ich mal, top. Und sag ich mal, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir uns das nächste Ort angeguckt haben. Yeah. Hallo Leute, ich wollte euch jetzt heute noch die Toilette hier zeigen. Bei der Toilette hier muss man sagen, leider gibt es hier keine Behindertentoilette. Die Rampe, sage ich mal, am Anfang von unserem Video, die war komplett barrierefrei. Da können auch Rollstuhlfahrer rein in das Haus. Und sage ich mal, dort werden manchmal Sachen vorgestellt, wie auf Erbeskopf, wie das Ganze funktionieren tut mit die sag ich mal, mit die Windkraftrede oder was die hier eben dort arbeiten, also was, wie Erbeskopf halt eben so aufgebaut ist. Aber bei Toilette muss ich sagen, dort haben die einen ganz klaren Minuspunkt. Die ist leider überhaupt nicht barrierefrei. Die haben hier nicht mal eine Toilette für Menschen mit Behinderung. Wie man hier auch klar sehen kann, dort gibt auch leider keine Rampe. Also gibt nicht mal die Möglichkeit für Rollstuhlfahrer dort halt eben, sage ich mal, hochzugehen. Also Rollstuhlfahrer kommen zum Beispiel nicht über diese hohe Treppenstufe, die relativ hoch ist. Und das ist, sage ich mal, ein riesig großes Problem, dass Rollstuhlfahrer nicht auf die Toilette gehen können, weil es auf jeden Fall eine Möglichkeit gebe für Menschen mit Behinderung oder die Leute, die im Rollstuhl sitzen, eine schwerbehinderte Toilette hier vor Ort zu haben. Und es wäre nicht das Problem, hier eine, sag ich mal, eine Rampe hinzubauen. Und natürlich, sag ich mal, dort zum Beispiel eine Toilette für einen Menschen mit einer Behinderung wäre so nicht das Problem. Ihr könnt gerne mal die Kommentare euch darüber äußern. Und ja, weil das finde ich absolut nicht in Ordnung. Und es regnet ja auch gerade und jetzt gehe ich kurz mal für mich, für kleine Königs-YouTuber. So Leute, jetzt sind wir hier bei das letzte Haus, was ich noch filmen will hier auf dem Erbeskopf. Das ist ja, also das hinter mir ist hier eine Kneipe für Besucher, die hinkommen. Die Kneipe hat im Sommer geöffnet, wenn jetzt hier viel los ist, also wenn hier viel Aktivität ist, hat die Kneipe hier immer geöffnet. Und das, was ich hier, sag ich mal, bemängeln kann, meine eigene Mutter sitzt ja auf dem Rollstuhl oder auch andere Rollstuhlfahrer haben hier ein Problem, dort reinzugehen, weil hier, wie gesagt, halt eben nur Treppenstufe sind, sogar relativ hohe, haben ja Rollstuhlfahrer
jetzt alleine in Anführungszeichen nicht die Möglichkeit, ohne Hilfe von anderen Personen in diese Kneipe reinzukommen, weil ich finde ja, es ist ja auch nicht so kostenspielig, um sich eine Rampe zu kaufen, die man zum Beispiel dort in die Ecke platzieren könnte, also Menschen mit Rollstühle da rein können, weil so eine Rampe, sagen wir so eine tragbare Rampe, die man dort hinstellen könnte für Rollstuhlfahrer, die ist ja nicht allzu teuer. Sagen wir so im Dreh 50 bis 100 Euro kostet die vielleicht. Und sagen wir für Rollstuhlfahrer würde ich Kneipe hier oder auch Erbeskopf empfehlen, hier auf jeden Fall nur eine Rampe hinzumachen. Also Rollstuhlfahrer, sag ich mal, die Möglichkeit hätte bei Festivals hier mal was Trinkes zu geben, eine Cola oder so. Weil im Sommer ist sie doch sehr heiß und dann gibt für Rollstuhlfahrer, sag ich mal, so groß und ganze kaum Möglichkeiten für irgendwas alleine trinken zu gehen. Und ich fände so, wenn man das machen würde, eigentlich ziemlich gut, wenn man dort über eine Rampe hinbaut. Ihr könnt gerne noch in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video so fandet. Mein letztes Video kam ja so richtig gut an und hoffentlich kommt dieses Video auch bei euch ziemlich gut an. Könnt ihr gerne ein Like da lassen, wenn euch das Video gefällt. Und wenn nicht, könnt ihr auch ein Like da lassen oder einen Kommentar da lassen, was ich noch besser machen kann von dieser Videoreihe hier, die ich ja jetzt, sag ich mal, einmal die Woche versuchen will zu filmen oder einmal im Monat vielleicht. Für euch ein paar Orte zeigen, die ich mir selber auch suche in meiner Umgebung, die halt eben teilweise barrierefrei sind und die nicht barrierefrei sind. Um einfach, sag ich mal, euch die beste Sicht zu geben von meinen Videos her oder auch die Leute, die eben solche Betriebe haben, was die dort besser machen können. Weil Menschen, die jetzt, sag ich mal, nicht so ein Handicap haben, haben vielleicht nicht das richtige Auge, um zu sehen, was man dort, sag ich mal, verändern kann. Und hiermit will ich mich gerne mal verabschieden bei euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Bis dann, Leute, und haut rein!